Ölaktien. Hat Öl überhaupt noch eine Zukunft? Oder ist es vielleicht sogar so, dass Öl jetzt in Zukunft noch mal richtig knapp wird und dass der Ölpreis dann deutlich steigt? Und abgesehen davon, soll und darf man heute überhaupt Ölaktien noch kaufen? Oder ist es vielleicht irgendwie schon gemein und asozial, weil man damit ja vielleicht den Klimaschutz untergräbt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich fange heute mal mit einer Geschichte an, die mit dem Ölpreis vermeintlich gar nicht besonders viel zu tun hat. Es geht um die Geschichte von einem Bergbauunternehmen, nämlich Petra Diamonds. Die haben sich ein paar gute und große Diamantenminen zusammengekauft in Afrika, haben sich damit dann aber letzten Endes doch komplett übernommen, sind kurz vorm Zusammenbruch gestanden, waren dann auch dazu gezwungen, dass sie eine riesige Kapitalerhöhung nochmal durchführen zum Schaden der Altaktionäre. Eine von diesen Minen von Petra Diamonds, die war in Tansania. Und da gab es Probleme mit illegalen Minenaktivitäten. Also da kamen eben immer wieder Gruppen von Leuten, meistens sehr arme Leute, die da illegal Diamanten abgebaut haben auf dem Territorium. Es kamen aber auch organisierte Banden, die tun sowas auch. Und klar ist, dagegen muss man was tun. Und dafür hat Petra Diamonds eine Sicherheitsfirma engagiert. Zenith Security Services. Hier haben wir sie. The Friendly Fox at Zenith Security. Das ist aus einem Artikel von JCK und JCK ist jetzt noch nicht mal ein Menschenrechtsblatt oder eine bergbaufeindliche Zeitschrift oder sowas, sondern es ist eigentlich ein Fachblatt der Schmuckindustrie. Und dieser Sicherheitsdienst, diese freundlichen Leute, die haben auf dem Gelände von Petra Diamonds regelrecht eine Schreckensherrschaft aufgebaut. Die haben Leute eingesperrt dann, haben Leute verprügelt, haben Leute gefoltert und haben mindestens 7 Menschen auch ermordet. Also völlig unglaubliche Vorkommnisse. Und Petra Diamonds hat dabei zumindest weggeschaut. Und trotzdem, und das ist mein Punkt, trotzdem war die Aktie von Petra Diamonds dieses Jahr noch im FTSE for Good Index, also in einem der bekanntesten und renommiertesten Aktienindizes, Nachhaltigkeitsindizes, wo auch gute Menschen drin investieren dürfen, weil da nur Unternehmen drin sind, angeblich, die besonders nachhaltig sind und besonders umweltfreundlich und die sich auch ihrer sozialen Verantwortung ganz besonders bewusst sind. Inzwischen ist es so, die Führung ist ausgetauscht bei Petra Diamonds. Das Ganze wird auch aufgearbeitet und die Schulden sind jetzt gesenkt um 400 Millionen Dollar und die Aktie notiert 99% unterm Allzeithoch und insofern ist die noch nicht mal uninteressant im Moment, wenn man hart drauf ist. Also es ist natürlich eine sehr spekulative Aktie. Aber davon mal abgesehen jetzt wirklich. Die Mitgliedschaft von so einem Unternehmen im FTSE for Good Index, die zeigt doch im Grunde nur eins, nämlich, und da entschuldigen Sie bitte meine Wortwahl, wie schwachsinnig und wie verlogen inzwischen dieses ganze System ist, mit seiner ganzen selbst auferlegten Compliance da und mit diesen ganzen schönen Worten, die wir haben und ach, wie toll, wir investieren jetzt alle für eine bessere Welt und dann kommen die teuren Agenturen und die definieren dann irgendwelche Kriterien, das wird dann in jedem Bericht erwähnt und prüfen tut das alles sowieso keiner und was dann gut ist und was dann böse ist, das ist dann definiert. Und alle halten sich auch dran und keiner fragt auch nach, was das für Folgen hat und so. Und dadurch, durch diesen Meinungsterror, den wir mittlerweile im Finanzsystem haben, da haben wir heute auf der einen Seite eine ESG-Blase, regelrecht, und auf der anderen Seite haben wir etliche Sektoren, die man am liebsten gleich abschaffen würde, komplett, denen man die Investoren wegnehmen will, die man abschneiden will von Finanzierungen und so weiter. Und einer dieser bösen Sektoren, in die keiner mehr jetzt investieren soll. Das ist definitiv der Öl- und Gassektor. Und niemand geringerer als die IEA, die Internationale Energieagentur, die sich ja eigentlich darum kümmern soll, dass für uns genug Öl da ist. Ausgerechnet die hat im Mai verkündet,
Angesichts der Klimakrise müssten sämtliche Investitionen in die Erschließung neuer Öl-, Gas- und Kohlevorkommen jetzt gestoppt werden. Aber was passiert denn dann? Es ist anderthalb Jahre her, da waren Öl- und Gasaktien komplett out. Und da hat man Dinge gelesen, wie das hier. Die Analysten von Jefferies, die gesagt haben, am 25. März 2020, geben wir es doch einfach auf mit dem Energiesektor. Lassen wir es sein. Der wird immer nur verlieren, genauso wie dieses Baseball-Team da, das auch immer nur verloren hat. Und sie waren da auch nicht die Einzigen. Man hat den Ölsektor damals komplett abgeschrieben. Klar, es war gleich nach dem Corona-Schock. Brent-Öl war bei unter 18 Dollar pro Barrel und die Speicher überall und die Tanker, die waren übervoll. Aber das war auch nicht der einzige Grund für das schlechte Sentiment damals. Weil kurz danach hat es dann ja auch nochmal einen Preiskrieg gegeben bei Öl, angezettelt von Russland und Saudi-Arabien. Und außerdem war aber sowieso klar, Öl hat sowieso keine Zukunft. Weil jetzt kommen die Elektroautos, jetzt kommt der Wasserstoff und die Verbrenner werden irgendwann mal verboten. Und auch der übrige Ölverbrauch und so weiter, der wird wegen der Energiewende dann ja auch stark zurückgehen. Ich habe zu der Zeit ein paar Videos gemacht, wo ich gesagt habe, ja, nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Im Gegenteil, man muss jetzt Ölaktien kaufen und das war dann auch im Nachhinein richtig. Aber bei den Preisen, die wir damals gehabt haben, klar, da war das jetzt auch eigentlich keine große Kunst, sowas zu sagen. Das ist heute schon schwieriger mittlerweile. Wie sich die Zeiten ändern. Jetzt ist Öl bei über 85 Dollar, ein 7-Jahres-Hoch. Der Anstieg ist steil. Die letzten Wochen war der fossile Energiesektor ja sowieso der einzige Sektor, der wirklich nochmal gut zugelegt hat. Und es sind jetzt auch alle regelrecht in Panik, was den Ölpreis betrifft, weil das die Inflation ja auch hochtreibt. Die Regierung von Joe Biden in den USA, die fleht jetzt zum Beispiel die OPEC an, dass sie die Förderung schneller steigert, was sehr lustig ist vor dem Hintergrund, dass die Regierung Trump die OPEC vor einem Jahr noch angefleht hat, dass sie die Förderung senkt. Und es gibt auch immer mehr Trader, die auf so Szenarien wetten wie einen Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel und so. Also ein Niveau, das wir noch nie gehabt haben bis jetzt. Und die Kursziele von den Analysten, die sind auch schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also fast keiner geht davon aus, dass Öl fällt im Moment. Es gehen aber viele davon aus, dass der Ölpreis weiter steigt. Zum Beispiel auf 100 Barrel, 100 Dollar pro Barrel jetzt im Winter, das sagt Bank of America. Bis hin zu Aussagen wie die von JP Morgan, wo es dann heißt, auch 150 Dollar und 200 Dollar pro Barrel sind jetzt nicht abwegig. Und vom aktuellen Niveau aus wäre das ja nochmal ein sehr, sehr starker Anstieg natürlich. Und davon würden natürlich die einzelnen Ölaktien profitieren, ist ganz klar. Es profitieren aber nicht nur einzelne Aktien, sondern es profitieren davon dann ja auch ganze Länder. Zum Beispiel Russland, ein klassischer Exporteur von Öl und Gas. Und wo der Preis dann ja auch für Öl und Gas volkswirtschaftlich eine sehr große Rolle spielt. Und morgen in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report, da geht es mal nicht um russische Rohstoffaktien, sondern da geht es mal um Russland an sich und um russische Aktien außerhalb dieses Rohstoffsektors. Weil ja nicht alles komplett schlecht ist in Russland zurzeit. Zum Beispiel eben die hohen Öl- und Gaspreise, und dadurch hohe Exportüberschüsse, dadurch auch gleichzeitig ein Haushaltsüberschuss, also eine Seltenheit ja auch in unseren Zeiten, und eine Staatsverschuldung, die bei unter 20% liegt vom Bruttoinlandsprodukt. Und auch eine konsequente Notenbankenpolitik momentan, mit der letzten Leitzinserhöhung dann ja auch schon auf 7,5%. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Und dieser Report geht eben morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag. Und das ist jetzt der aktuelle Ölpreisanstieg, sehen wir hier im 5-Jahres-Chart. War überraschend stark Öl, gerade eben auch nochmal die letzten Monate. Und wie gesagt, das Hoch von 2018 ist damit jetzt auch kurzfristig nochmal übertroffen worden. Aber, und das muss man auch mal sagen bei dieser ganzen Ölpreispanik, wir sind
nach wie vor nicht sagenhaft jetzt über dem Niveau, das wir gehabt haben vor der Corona-Krise. Und wir sind außerdem deutlich unter den Niveaus, die wir gehabt haben in früheren Zeiten, also zum Beispiel vor der Finanzkrise 2008 oder auch 2011 bis 2013. Und die Benzin- und die Dieselpreise, die hängen jetzt ja auch nicht nur vom Ölpreis ab, sondern auch von so Sachen wie Raffinerien, die Kapazitäten da und natürlich auch sehr stark von Steuern und von Abgaben. Und was auch wichtig ist, der Verbrauch von Öl global gesehen, auch der hat immer noch nicht das Niveau erreicht von vor Corona. Es ist also auch nicht so, dass der Ölverbrauch jetzt gerade explodieren würde, wie das manche glauben, und dass wir darum jetzt hohe Ölpreise hätten. Aber was kann jetzt kurzfristig passieren? Alles, was kurzfristig ist, ist da auch nicht ganz so leicht zu sagen, weil es geht da eben auch sehr stark um Dinge wie, wie entwickeln sich die Lagerbestände von Öl, wie kalt wird jetzt der Winter auch und so weiter. Das sind Sachen, die kriegt man natürlich schwer in den Griff als Kleinanleger. Und wie entwickeln sich jetzt parallel dazu die Gaspreise, auch sehr wichtig momentan, weil Gas im Gegensatz zu Öl teilweise auch wirklich schon knapp ist, relativ. Aber das ist von Kontinent zu Kontinent auch verschieden. Dann, was macht die Fracking-Industrie jetzt? Da ist die Produktion noch nicht so richtig zurückgekommen auf dem Markt. Ich glaube aber, sie wird zurückgekommen, so im nächsten halben Jahr, Dreivierteljahr. Was dann auch heißen kann, dass dann der Ölpreis schon auch wieder korrigiert dann wieder. Und was ganz besonders wichtig ist, was macht die OPEC? Zurzeit ist es so, dass die OPEC-Plus-Länder, also inklusive Russland, dass die ihre Förderung jetzt pro Monat um 400.000 Barrel anheben wollen, pro Tag dann eben die Tagesförderung. Es ist auch die Frage, ob sie mehr überhaupt schaffen würden. Aber am Markt glaubt man eben zurzeit, das ist zu wenig und darum könnte es vielleicht im Winter tatsächlich ein bisschen eng werden. Aber so oder so, den Einfluss von der OPEC, den kann man nicht hoch genug ansetzen. Und natürlich freuen sich die OPEC-Länder über einen hohen Ölpreis. Aber trotzdem, es war die letzten Jahre so, dass die OPEC-Staaten, die den Ölpreis jetzt nicht unbedingt immer hochgetrieben hätten, sondern im Gegenteil, sie haben ihn oft gedrückt. Das ist nochmal Brent-Öl, diesmal aber der 25-Jahres-Chart von der Seite von Trading Economics, wo es sehr viele schöne solche Charts gibt. Und wie gesagt, Öl war eben schon mal viel teurer auch als jetzt, speziell vor der Finanzkrise. Da war es bei fast 150 Dollar, aber auch nach der Finanzkrise bei über 120 Dollar. Und Sie erinnern sich vielleicht auch, wir haben damals ähnliche Szenarien gehabt wie jetzt. Der Verbrauch war hoch und man hat schon irgendwie damals auch gesagt, wir haben auf Dauer nicht genug Öl, weil zu wenig investiert worden ist in die Erschließung. Und interessant ist aber auch, dass wir nach der Finanzkrise eine ähnliche Entwicklung gehabt haben wie jetzt nach der Corona-Krise. Billiges Geld erstmal, Inflationssorgen, Öl ist jeweils erstmal deutlich gestiegen. 2014 war es dann aber komplett vorbei und Öl ist dann abgestürzt auf unter 30 Dollar, weil die Fracking-Industrie kam hoch und die OPEC und vor allem Saudi-Arabien hat dann als Antwort darauf eben einen Preiskampf angezettelt. Sie haben den Markt überflutet mit Öl, weil sie gesagt haben, wir wollen diese Fracking-Industrie zurückdrängen, den neuen Konkurrenten, und wir wollen unseren Marktanteil verteidigen. Und das Gleiche dann letztes Jahr nochmal in der Corona-Krise. Da haben sie diesen Einbruch dann ja auch nochmal verstärkt dann. Und es ist ein Mythos, dass die OPEC-Staaten nichts anderes wollen als den Ölpreis hochtreiben. Weil die OPEC, die weiß ganz genau, es gibt eine Schmerzgrenze, wo erstens die Weltwirtschaft dann auch drunter leidet und die Nachfrage dann wieder zurückgeht. Und wo dann zweitens die alternativen Energien dann auch attraktiver werden. Und drittens, die Konkurrenz wird durch hohe Ölpreise ermuntert, so wie eben die Fracking-Industrie. Und die wird man dann aber nicht mehr los. Und darum bin ich mal auch relativ sicher, dass der Ölpreis jetzt erstmal zwar schon noch weiter steigen kann, aber der wird dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt nicht wirklich komplett durch die Decke gehen, weil die OPEC das verhindern wird. Und zumindest die nächsten Jahre jetzt,
Da gibt es auch noch genug Öl, vor allem im Nahen Osten und in Russland auch. Wie entwickelt sich die Nachfrage die nächsten Jahre? Jetzt, wo es ja überall Klimaschutzprogramme gibt und wo in Deutschland auch bald die Ampelkoalition regiert und die CO2-Emissionen dann ja endlich abschaffen wird. Ich glaube, auch da passiert nicht viel oder fast überhaupt nichts die nächsten 4, 5 Jahre. Das Einzige, was wirklich passieren wird, ist, dass man die alternativen Energien jetzt erstmal auch noch ausbaut, weil mehr Ideen hat man ja im Moment sowieso nicht. Wir haben aber auch schon im letzten Jahrzehnt einen deutlichen Ausbau der alternativen Energien gehabt. Aber das kam vor allem der Stromproduktion zugute, womit man dann eben auch Kernkraft substituiert hat und Kohle substituiert hat, aber eben nicht Öl. Hier der globale Ölverbrauch von 1969 bis zur Corona-Krise. Trotz alternativer Energien, trotz Motoren, die sparsamer geworden werden und werden, sind und trotz vieler Energiesparmaßnahmen und so weiter, er ist trotzdem kontinuierlich gestiegen. Er wird das auch die nächsten Jahre weiter tun. Und dementsprechend eben auch meine Prognose für die nächsten 4, 5 Jahre. Es bleibt alles wie gehabt, mehr oder weniger sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage. Danach wird es aber spannender, weil wenn man den Klimaschutz jetzt wirklich ernst nimmt und wenn es dann eben zum Beispiel auch Verbote gibt, wie von Verbrennungsmotoren und solche Dinge, dann wird der Ölverbrauch schon zurückgehen. Aber das Angebot auch. Und darum haben wir nämlich auch so astronomische Kursziele, wie wir sie momentan haben. Seit 2014 war der Ölpreis meistens niedrig. Die Folge war aber, dass dadurch auch die Investitionen in die Erschließung von neuen Vorkommen stark zurückgegangen sind. Das ist zum Beispiel eine Darstellung von der Boston Consulting Group. Das finden Sie so ähnlich, aber auch woanders. Also da sind sich die Fachleute eigentlich einig. Die Investitionen in den Öl- und Gassektor, ein deutlicher Rückgang die letzten Jahre. 2020 waren sie noch nicht mal mehr bei der Hälfte von denen im Jahr 2014. Und dieses Jahr ist anscheinend auch nicht viel besser. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wir haben hier bei den oberen drei Linien, auch von der Boston Consulting Group, verschiedene Szenarien, wie sich vielleicht die Nachfrage entwickeln könnte. Und die untere grüne Linie, das ist aber, wie sich das Angebot entwickeln wird, wenn es keine neuen Investitionen in die Erschließung mehr gibt. Und da sehen wir, dass da schon 2030 eine riesige Lücke klaffen wird zwischen Angebot und Nachfrage. Und das heißt, wenn es so kommt, dann müsste der Ölpreis wirklich durch die Decke gehen. Ist aber natürlich auch nur ein Extremszenario. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt wirklich keine neuen Erschließungsinvestitionen mehr geben wird in der ganzen Industrie, weil die Förderer, die sehen das dann natürlich auch, die werden das adaptieren, die werden die Planung dann auch entsprechend ausrichten. Nur ganz so einfach ist es natürlich nicht im Moment. Weil wenn Sie jetzt CEO sind von so einem Ölkonzern, dann stellen Sie sich doch momentan mal hin und sagen, wir investieren jetzt nochmal so richtig in neue große Ölvorkommen. Erstens ist es nicht mehr opportun politisch und viele Ölkonzerne haben ja auch schon angekündigt, dass sie jetzt auch lieber in alternative Energien investieren. Und zweitens ist es ja wirklich auch so, dass sie nicht wissen, wie lang hat Öl denn jetzt wirklich noch eine Zukunft. Also macht es wirklich noch Sinn, da groß zu investieren? Und diese Sorgen, die haben die Ölkonzerne natürlich irgendwo zu Recht. Und genau das kann paradoxerweise dazu führen, dass wir irgendwann mal die nächsten 10, 15 Jahre wirklich nochmal eine Ölknappheit kriegen. Und wirklich dann auch nochmal eine Ölpreisrallye. Und zwar nicht, weil Öl jetzt so eine tolle Zukunft hätte, sondern im Gegenteil, weil alle befürchten, dass es eben keine tolle Zukunft mehr hat. Insofern würde ich sagen, Ölaktien sind nach wie vor interessant. Es gibt im Moment natürlich schon einiges an Euphorie, ist klar, und ich würde mich da jetzt auch nicht zu sehr mitreißen lassen davon, weil der Ölmarkt ist komplex. Aber trotzdem, ich würde sagen, unterm Strich sind sie mit Ölaktien momentan gut aufgehoben. Ölaktien gehören ins Portfolio und ich würde auch, falls sie da jetzt noch nicht so viel haben und falls es in den nächsten Jahren da auch noch mal eine Korrektur geben sollte, dann würde ich die auch dazu nutzen, da gegebenenfalls auch noch mal zukaufen.
Und vielleicht jetzt eben doch noch mal kurz zu der Frage im Sinne von unseren ganzen ESG-Richtlinien und von unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit und so weiter. Ist es denn moralisch vertretbar überhaupt noch, dass man Ölaktien kauft in unseren Zeiten? Oder ist es irgendwie schon asozial oder sowas? Dazu kann ich nur sagen, Rohöl ist ein legales Produkt, es ist ein stark gefragtes Produkt und solange man Benzin kaufen darf und Heizöl kaufen darf, da darf man meiner Meinung nach auch Ölaktien kaufen. Und wer was fürs Klima tun will, wirklich, der senkt am besten seine eigenen CO2-Emissionen. Ich sehe aber nicht, dass man das Klima rettet dadurch, dass man nur noch bestimmte Aktien kauft und andere nicht. Man denkt natürlich immer irgendwo, wenn ich eine bestimmte Aktie kaufe, dann unterstütze ich damit auch das Unternehmen. Aber das ist wirklich nur sehr, sehr bedingt so. Letzten Endes, wenn ich mal heute eine BP-Aktie kaufe oder eine Shell-Aktie, dann gebe ich mein Geld nicht an BP oder Shell, sondern das geht an den, der mir die Aktie verkauft hat. Also was soll's, ich habe da ein völlig reines Gewissen. Und nachdem ich dieses Jahr die Grünen gewählt habe, damit endlich mal was vorwärts geht beim Klimaschutz, kaufe ich mir jetzt ein paar Ölaktien und danach gehe ich sofort randalieren gegen die hohen Benzinpreise. Wenn schon asozial, würde ich sagen, dann richtig. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Denken Sie auch an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report noch zu Russland, der morgen rausgeht. www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.